Ja, hallo und guten Morgen. Hier ist wieder der Frank von fotolog.de mit einem neuen Quicktip zu Lightroom. Ich habe gerade ein Bild zu Facebook hochgeladen und ich wollte euch mal zeigen, was ich da gemacht habe. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja auch und der wusste es noch nicht. Worum geht's? Ich habe hier dieses Spinnenbild als Schwarz-Weiß-Bild entwickelt und mir gefällt allerdings noch nicht, wie sich die Spinne hier so vor dem Hintergrund darstellt. Das heißt, beides helle Bereiche hebt sich nicht für mich in genügender Form ab. So. Das heißt, ich kann auch hier versuchen, an den Lichtern zu spielen, an den Schatten zu spielen oder an der Belichtung. Ich erreiche eigentlich letztendlich nicht das, was ich will, dass sich die Spinne Vordergrund vor dem Hintergrund besser abhebt. Gibt es aber einen coolen Trick, wenn ich nämlich hier in die Schwarz-Weiß-Umsetzung gehe. Dort kann ich ja gezielt Farben in der Helligkeit verändern. So, und wenn ich mir dieses Foto hier mal angucke, in einer bunten Form, dann sehe ich hier eigentlich, dass ich im Hintergrund sehr viele Grüntöne habe, während die Spinne sehr viel Gelb-Orange-Brauntöne hat. Also sollte es eigentlich klappen, wenn ich jetzt hier reingehe und gezielt zum Beispiel die Grüntöne absenke, dass ich damit nur den Hintergrund dunkler mache, ohne die Spinne selber zu verändern. So, man kann natürlich auch mit der Zielkorrektur dort reingehen und sagen, ich will halt das auch auf Mischfarben ansetzen, wenn man keine reinen Farben nur verändern möchte. So, und wenn das mir soweit gefällt, dann kann ich sagen, okay, das passt, so möchte ich es haben. Und damit bin ich eigentlich am Ende dieses Videos auch. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder was zeigen. Interessante Sache. Vielleicht weiß es der ein oder andere ja noch nicht. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotolog.de.